Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mass Effect 2. Bin hier gerade runtergegangen und ich hab gesagt, der Unbekannte will mit uns reden. Ich frage mich, was er will. Wahrscheinlich wird er uns irgendwo hinschicken. Neue Nachrichten. Kate Bowman. Shepard. Ich habe ein paar Gefallen eingefordert und um mit ihnen in Kontakt zu treten. Ich weiß, woran sie arbeiten. Anlässlich des Jahrestags der Rettung von Terra Nova, die wir ihnen und anderen verdanken, sind größere Festlichkeiten geplant. Dieses Jahr haben wir für sie sogar ein Denkmal errichtet, aber das war wohl etwas verfrüht, was? Bisschen, aber verständlich. Sie operieren vermutlich deshalb im Verborgenen, weil sie nur so herausfinden können, wer die Kolonien überführt. Also werde ich sie nicht einladen oder darum bitten, dass sie eine Rede halten. Aber sie sollen wissen, dass alle Koloniebewohner sich große Sorgen wegen der Vorfälle in den Terminus-Systemen machen. Und ich bin wirklich froh, dass sie das in die Hand genommen haben. Derzeit machen in Militärkreisen viele verrückte Geschichten die Runde. Es ist gut, dass es jemanden gibt, der nicht gleich den leichtesten Ausweg will. Danke, Kate Bowman. Ja. Martin Burns. Commander Shepard, Udina hat gesagt, diese Nachricht würde sie erreichen. Sie sollen wissen, dass ich nicht vergessen habe, was sie an jenem Tag für mich getan haben. Als mich diese irren Biotiker als Geisel genommen haben. Ah, das war der abgesandte Diplomat irgendwas in dem Schiff. Sie haben sie überredet, mich gehen zu lassen und mich lebendig von diesem Schiff rausgebracht. Ich will nicht lügen. Ich habe diesen Job nur wegen der Macht angenommen. Das Problem der Biotiker war für mich ein Sprungbrett, das ich gut in meinem Lebenslauf machen würde. Aber das war falsch. Wir alle dienen der Menschheit auf unsere eigene Weise. Ich weiß nicht, was Sie tun, aber ich will dafür sorgen, dass die Menschheit ihr Potenzial mit einem Minimum an Blutvergießen ausschöpft. Ich erhalte Dankesbriefe von all zwei Biotikern, die gerade ihre Entschädigungszahlungen bekommen haben. Eigentlich müssten die Briefe an Sie gerichtet sein. Ich dachte nur, dass Sie das wissen sollten. Viel Glück. Ich stehe politisch ganz schön unter Druck und nicht, was ich Ihnen als Hilfe anbiete. Aber wenn Sie mich brauchen, lasse ich Sie nicht im Stich. Martin Burns. Vorsitzender Unterkomitee für Transhumane Stufe. Oh, no. Das ist schön. Das freut mich. Chad. Grüße, Commander Shepard. Liara Tassoni hat mir gesagt, wie ich sie erreiche. Ich gehöre zur Putzkolonne in den Dentius Towers. Oh Gott, der Arme. Sie haben mir geholfen, dort rauszukommen. Tassoni sagt, sie hätten auch Thane gefunden. Er hat einige der Eclipse-Söldner erledigt, die uns umbringen wollten, und ich möchte sie fragen, ob sie ihm meinen Dank geben können. Schon seine Bewegungen. Einer war tot, bevor sie ihn überhaupt bemerkt hatten. Einem zweiten brach er das Genick, den dritten erschoss er alles innerhalb weniger Herzschläge. Es war unglaublich. Er hat sich bewegt wie ein Tänzer. Elegant, kraftvoll. Dieses Erlebnis hat mein Leben verändert und etwas in mir geweckt, das ich selbst noch nicht richtig verstehe. Ich weiß nicht, was ich tun werde, aber solarianische Leben sind kurz, um sie mit Nutzen zu vergeuden. Zumal, wenn es da draußen noch so viele Dinge gibt. Ich werde etwas finden, um das einzufangen, was ich in ihm gesehen habe. Diese Schönheit, diese ästhetische Perfektion. Und ein paar hübsche Sachen zum Anziehen kaufe ich mir auch. Bitte sagen Sie ihm das, oder zumindest das, was Sie für angemessen halten. Das wäre wirklich sehr nett mit freundlichen Grüßen, Chirp. Ah, interessant. Oriana schreibt uns. Hoffentlich ist das der richtige Commander Shepard. Ich bin Oriana. Meine Schwester hat mir nicht viel erzählt, aber ihr ist bestimmt klar, dass ich genauso schlau bin wie sie. Ich habe ein bisschen rumgestöbert und einen Informationsmakler gefunden, der mir diese Adresse besorgt hat. Ich habe ihr gedankt, aber noch nicht ihnen. Meiner Eltern ist das alles nicht ganz klar, aber ich weiß, wie viel Miranda getan hat. Viele kleine Dinge in all den Jahren nur wegen ihr geschehen sind. Ich werde es ihnen auch nicht sagen. Ich will immer noch auf die Schule gehen und ein paar Abschlüsse machen, aber sie sollen wissen, dass ich weiß, dass sie mich gerettet haben. Ich hatte all die Jahre einen Schutzengel. Ich weiß nicht, ob meine Schwester jemanden hat. Sie hat gesagt, sie arbeitet für sie und es war eindeutig, dass ihre Arbeit ziemlich gefährlich ist. Bringen Sie sie lebend wieder zurück, okay? Oriana, PS. Erzählen Sie ihr nichts von dieser Nachricht, es würde sie wütend machen. BPS, Miranda, hör auf, Shepards Nachricht zu lesen und jetzt tu nicht so, ich würde es doch auch machen.
Okay, ich geh mal Fische füttern. Dass mir die Dinger verhungern. Und dann kurz in den Raum, mal sehen, was der Unbekannte will. Ich finde noch immer gemein, dass die verhungern können. Warum kann ich keine Automatik einbauen lassen? Einmal am Tag oder so. Dort. Konferenz. Hochmodernes Schiff, aber eine Fütterautomatik ist zu viel. Ja, dann sehen wir mal. Ich stelle den Unbekannten durch, Commander. Shepard, das ist die Gelegenheit. Ich habe ein Notsignal von einer turianischen Patrouille empfangen. Sie ist jenseits des Corlus-Systems auf ein Schiff der Kollektoren gestoßen. Die Turianer wurden ausgelöscht, aber vorher haben sie das Kollektorenschiff lahmgelegt. Sie müssen an Bord des Schiffes gehen und Daten über die Kollektoren besorgen. Finden Sie für uns einen Weg zu Ihrer Heimatwelt. Kaum vorstellbar, dass eine Turianer-Patrouille ein Kollektorenschiff lahmlegt. Berichten zufolge ist die Hülle intakt. Aber alle Systeme sind anscheinend offline. Vielleicht finden in diesem Augenblick bereits Reparaturen statt. Es ist sicher nicht ungefährlich, aber wir können uns so eine Gelegenheit nicht entgehen lassen. Wenn die Turianer dort eine Patrouille hatten, warum schicken sie dann kein Aufklärungsteam hinterher? Das werden sie. Irgendwann. Aber ich habe die Funksprüche abgefangen. Bis dahin füttern wir sie mit gefälschten Berichten. Sie sind nah genug, um reinzugehen und wieder weg zu sein, bevor die Turianer die Wahrheit herausfinden. Ist diese Information wirklich verlässlich? Information ist meine Waffe, Shepard. Sie ist verlässlich. Schicken Sie mir die Koordinaten, ich kümmere mich darum. Ist bereits geschehen. Sobald Sie an Bord sind, stellen Sie eine Verbindung zu Edi her. Sie durchforstet dann die Daten nach Informationen über das Omega-4-Portal. Viel Glück, Shepard. Koordinaten eingegeben. Auf zum Schiff der Kollektoren. Kann ich mich nicht entscheiden, das muss ich gleich machen. Okay. Ja. Kollektoren. Haben Morden schon lange nicht genommen. Und ich will Grunt mal mit. Nächstes Mal sollten wir wieder Miranda oder Jacob. Miranda hat letztens Jacob, könnten wir wieder mit. Und. Jack vielleicht? Ich hab. Ach ja, stimmt, ich habe jetzt Schmettern. Doch, das kann ich steigern. Jetzt war ja noch ein bisschen sparen. Hier habe ich. Nice, das heißt, ich kann Räubungsschuss maximieren. Können wir ihn verbessern? Massiver Schlag, der Feinde mit knochenbrecherischer Gewalt zurückwirft. Eine Welle. Leistungsstarke Sprengladungen geben ihrem Schuss einen kleinen Einschlagradius, sodass damit mehrere Feinde zurückgeworfen werden. Hm. Ja, wir nehmen Stärke. Passt schon. Und Verbrennung maximieren. Hier mache ich eine Welle. Perfekt. Passt schon. Ich frage mich gerade, wo ich andere Scharfschützengewehre herbekomme. Haben Sichtkontakt zum Kollektorenschiff. Emissionen sehr niedrig. Passiven Infrarottemperaturen zufolge sind die meisten Systeme offline. Triebwerke sind kalt. Das Ding ist gewaltig. Wie sind die Turianer damit fertig geworden?
Laserscans ergeben keine Rumpfschäden auf der uns zugewandten Seite. Ich registriere keine Verzerrungen des Masseneffektfeldes. Der Antriebskern scheint offline zu sein. Kontakt in 30 Sekunden, Commander. Viel Glück. Schon ein beeindruckendes Ding. Ziemlich mächtiges Raumschiff. Nichtsdestotrotz irgendwie verdächtig, oder? Ich habe noch nie so ein Schiff gesehen. Erinnert irgendwie an einen Insektenstock. Die Tiefenscans haben einen Zugangsknoten für eine Verbindung mit den Datenbanken der Kollektoren entdeckt. Markiere Position auf dem Computer Ihres Kampfanzugs. Sieht ein bisschen aus wie ein Insektenstock. Bienen oder Ameisen oder Shepard, was Vergleichbares. Ich habe die EM-Signatur des Schiffs mit bekannten Kollektorprofilen verglichen. Es ist dasselbe, das Ihnen schon auf Horizon begegnet ist. Vielleicht haben es die Verteidigungstürme für die Turianer sturmreif geschossen. Vielleicht sind dort die vermissten Menschen. Oder sie sind bereits tot. Grunt ist so herrlich optimistisch. Die gleichen Behälter wie auf Horizon, nur leer. Klein, wie mein Tank. Sie haben bestimmt um Gnade gebettelt. Aufschießen. Schade. Schrecklich. Verabscheuungswürdig. Oh je. Berge von totem Fleisch. Testsubjekte aus der Kontrollgruppe. Nach Abschluss des Experiments weggeworfen. Das haben sie nicht verdient. Stimme zu. Experimente schrecklich. Müssen das beenden. Alter. Das sind alles die Kolonisten, die geführt wurden. Ihresgleichen rumgeschnitzt? Edi, ich starte den Upload der Daten von diesem Terminal. Versuchen Sie herauszufinden, was die vorhatten. Daten erhalten. Analysiere. Die Kollektoren haben grundlegende Erbgutvergleiche zwischen Ihrer Spezies und den Menschen durchgeführt. Suchen Sie nach Ähnlichkeiten? Über Ihre Motive kann ich keine Hypothese aufstellen. Mir liegen nur die Ergebnisse der Voruntersuchungen vor. Sie enthüllen etwas Bemerkenswertes. Eine genetische Struktur mit vier Strängen, identisch mit Funden in uralten Ruinen. Wir kennen nur eine Spezies, die diese Struktur aufweist. Die Proteaner. Mein Gott. Die Proteaner sind gar nicht verschwunden. Sie arbeiten jetzt für die Reaper. Es sind keine Proteaner mehr, Shepard. Ihr Erbgut weist eindeutig auf umfassende genetische Veränderungen hin. Die Reaper haben sie ihren Bedürfnissen entsprechend umgestaltet. Man möchte meinen, darauf hätte früher schon mal jemand kommen müssen. Niemand hatte bisher je die Möglichkeit, den genetischen Code der Kollektoren so gründlich zu untersuchen. Ich habe bereits 2000 Allele gefundenen Fragmenten zugeordnet. Dieser Kollektor stammt wahrscheinlich von einer Kolonie der Proteaner im Styx-Theta-Cluster. Aber es gibt Hinweise auf umfassende Veränderungen.
3 Chromosomen weniger. Reduzierte Heterochromatinstruktur. Entfernung überflüssiger Müllsequenzen. Die Reaper haben die Proteaner nicht ausgerottet, sondern in Monster verwandelt und versklavt. Trotzdem, sie arbeiten jetzt für die Reaper und deshalb müssen wir sie aufhalten. Stimmt. Dieses Schicksal ist keiner Spezies zu wünschen. Suchen wir, was wir brauchen, bevor die Kollektoren kommen, um das Schiff zu bergen. Los! Fortgeschrittene Kampfausbildung. Also ich könnte jetzt Sturmgewehre machen. Rotflügel. Oder die mitnehmen. Das ist ein Upgrade zur Viper, okay. Sehr mich das Sturmgewehr oder Schrotflintentraining auch lockt, aber ich werde die ohne. Ich bleibe ein bisschen spezialisiert. Ich warte schon zu lange auf ein gutes Scharfschützengewehr. Wie du könntest. Ach du Schande. Oben an der Decke. Noch mehr Aufbewahrungsbehälter. Das sind Hunderte. Wie viele davon sind voll? Zu viele. Ich registriere keine Lebenszeichen in den Kapseln, Shepard. Wahrscheinlich sind die gefangenen Opfer gestorben, als das Schiff seine Primärenergie verloren hat. Es sind viel zu viele. Das ist wertvoll. Commander, das müssen Sie hören. Ich habe Edi aus einer Ahnung heraus dieses Schiff analysieren lassen. Ich habe das EM-Profil mit den Daten der ursprünglichen Normandy von vor 2 Jahren verglichen. Beide stimmen exakt überein. Dasselbe Schiff, das mich 2 Jahre verfolgt hat? Das kann kein Zufall sein. Irgendwas stimmt da nicht, Commander. Seien Sie bloß vorsichtig. Das ist also das Schiff, das die Normandy zerstört hat. Nein, das ist garantiert kein Zufall. Ziemlich groß. So viele Kapseln. Selbst wenn sie die gesamten Terminus-Systeme entvölkern, hätten sie noch Leere übrig. Einzig mögliche Schlussfolgerung: Ziel der Kollektoren ist die Erde. Nicht, wenn wir sie aufhalten. Überall Kapseln. Das ist ja irre. Die Umgebung hat ein bisschen was aus einem Horror. Steuerkonsole auf der Plattform. Es müsste tote Kollektoren geben. Irgendwas stinkt hier. Grunt hat recht. Keine einzige Kollektorenleiche, außer die auf die Operationstisch. Edi, ich richte eine Verbindung zwischen Ihnen und dem Kollektorenschiff ein. Sehen Sie mal, ob Sie was Nützliches aus den Datenbanken rausholen können. Datenübernahme wird durchgeführt, Shepard. Oh, das bedeutet nichts Gutes. Zum Teufel ist gerade passiert. Plötzliche Energieüberlastung. Alles hat sich abgeschaltet, aber jetzt sind wir wieder da. Ich konnte den Großteil der Überlastung auf unkritische Systeme umleiten. Shepard, das war keine Fehlfunktion, es war eine Falle.
Jemand ist im System. Definitiv mehr Munitionskapazität. Shepard, Sie müssen meine Verbindung zu der Steuerkonsole manuell wiederherstellen. Bin dran. Ich habe die Kontrolle über die Plattform wieder übernommen, Shepard. Ich wusste, Sie lassen uns nicht im Stich, Edie. Ich arbeite stets mit maximaler Kapazität. Haben Sie, was wir brauchen? Ich habe Daten gefunden, mit denen wir das Omega-4-Portal erfolgreich steuern können. Ich habe auch das turianische Notsignal gefunden, das für diese Falle als Köder eingesetzt wurde. Quelle waren die Kollektoren. Das ist ungewöhnlich. Für mich klingt es logisch, dass Sie die erste Nachricht als Köder gesendet haben. Nein, es ist ungewöhnlich, weil turianische Notsignalkanäle eine Sekundärverschlüsselung aufweisen, die aber bei dieser Nachricht fehlerhaft ist. Es ist unmöglich, dass der Unbekannte das Notsignal für echt gehalten hat. Warum sind Sie da so sicher? Ich habe die Anomalie in den Erkennungsprotokollen von Cerberus gefunden. Und die hat er geschrieben. Er wusste, dass das eine Falle war? Warum sollte er uns in eine Falle schicken? Wir haben jetzt keine Zeit für Schuldzuweisungen. Wir werden ihn fragen, wenn wir das hinter uns haben. Verhalten für Cerberus innerhalb der Norm. Nicht unerwartet. Commander, wir haben da noch ein Problem. Das Kollektorenschiff fährt hoch. Sie müssen da raus, bevor Ihre Waffensysteme online sind. Ich werde nicht noch eine Normandy verlieren. Ich habe nicht die volle Kontrolle über Ihre Systeme. Ich tue, was ich kann. Sende Koordinaten für die Shuttle-Abholung. Dann los, Abmarsch! So, der Unbekannte hat uns also hier reingebracht. Wahrscheinlich um irgendeine seiner Theorien zu bestätigen. Dazwischen, wenn ich aufnehme. Naja. Zum Glück schnell. Sie können sich nicht widersetzen.
Rohrbote. Der hat es echt auf uns abgesehen, hm? Komme ich hier runter? Da. Hab ich dich. Direkte Intervention ist möglich. Auf den Arsch. Wir sind vorboten. Wo ist denn der andere gelandet? Da war doch gerade noch einer. Husks, die explodieren. Ganz toll. Einer ist erledigt. Ich glaube, das war's, oder? Vorerst. Was vorerst. Okay. Wo geht's weiter? Darunter? Darunter. Wie? Okay, wir müssen hier raus. Ich öffne eine Tür auf der anderen Seite des Raums. Hab's gesehen. Oh nee. Dann. Ziel war immun. Problem. Ja, die Rettung gekommen. Weiter schon. Letzte Verbrennungstechnik. Kollektorentech klauen. Und
übernehmen die Kontrolle. Sie werden mich nicht aufhalten. Berühmte letzte Worte. Kann ich. Auf den Boden, sofort! Ein Leben an der Nächste! Hier, Spaß! Muni brauchen. Ist hier irgendwo Muni rum? Commander, ich will ja nicht drängen, aber diese Waffen werden in Kürze online sein. Schlage Laufschritt vor, nur damit wir hier wegkommen, bevor sie die Normandy in Stücke schießen. Schon wieder. Yeah. Einfach ein Single. Was zur Hölle? Wie viele von denen gibt's hier? Hört er gar nicht mehr auf. Schnell raus hier. Ja, da ist das Shuttle. Wir haben keine Zeit mehr, Commander. Wir müssen hier weg. Sie haben den Mann gehört. Alle an Bord der Normandy. Los! Anschnallen, Leute! Diesmal muss sich der Feind richtig anstrengen. Ich kann dem Kerl nicht endlos ausweichen, Edi. Bringen Sie uns hier weg! Erbitte Zielangabe, Mr. Moreau. Ganz egal, nur weg von hier! In Ordnung. Aktiviere Masseneffektkern. Ich habe hier einen Anruf vom unbekannten Commander. Sie wollen sicher auch ein paar Worte mit ihm wechseln. Oh ja, ich habe ein paar Fragen an ihn. Shepard, Edi hat anscheinend einige interessante Daten extrahiert, bevor das Schiff der Kollektoren wieder online war.
Sparen Sie sich das. Sie haben uns in eine Falle gelockt und Sie sollten dafür einen verdammt guten Grund haben. Wir brauchen Informationen über das Omega-4-Portal. Dazu war direkter Zugriff auf Daten der Kollektoren notwendig. Diese Gelegenheit konnten wir uns nicht entgehen lassen. Zugegeben, aber ich mag keine Überraschungen, schon gar nicht, wenn mein Arsch auf dem Spiel steht. Ja, ich habe Sie einem Risiko ausgesetzt. Aber ohne diese Information erreichen wir die Heimatwelt der Kollektoren nicht. Und dann sind Sie und alle anderen Menschen so gut wie tot. Es war eine Falle. Aber ich habe auf Ihre Fähigkeiten vertraut. Und vergessen Sie Edi nicht. Damit konnten die Kollektoren nicht rechnen. Sie hätten mir von dem Plan erzählen können. Sie sagen, ich sei wichtig und tun doch ihr Möglichstes, mich umzubringen. Die Kollektoren mussten glauben, dass sie im Vorteil waren. Sie hätten die Wahrheit an vielen Details erkennen können, wenn ich sie vorher informiert hätte. Außerdem hätte ich sie nicht da reingeschickt, wenn ich Zweifel an ihrem Erfolg gehabt hätte. Ich setze meine Leute nicht aufs Spiel. Es gibt immer Alternativen. Sie mögen ihre derzeitige Rolle nicht. Würde mir auch so gehen. Aber die Fakten geben mir recht. Auch wenn Sie solche Entscheidungen vermeiden wollen, müssen sie getroffen werden. Aber viel wichtiger ist doch, es hat sich gelohnt. Edi hat unseren Verdacht bestätigt. Die Schiffe der Reaper und der Kollektoren benutzen ein neues System zur Freund-Feind-Kennung, das die Portale erkennen. Wir müssen lediglich so ein FFS in unsere Hände bekommen. Sie haben sicher bereits einen Plan. Momentan arbeitet ein Wissenschaftlerteam in einem verlassenen Reaper daran. Sie müssen dorthin und sein FFS holen. Wo haben Sie denn einen verlassenen Reaper gefunden? Ein Wissenschaftlerteam der Allianz hat kürzlich festgestellt, dass die große Kluft auf dem Planeten Klendagon in Wahrheit ein Einschlagskrater einer Massenbeschleunigungswaffe ist. Ein sehr alter Massenbeschleuniger. Ich habe ein Team auf die Suche nach der Waffe oder dem Ziel geschickt. Sie haben beides gefunden. Die Waffe war funktionsuntüchtig. Aber wir konnten den Flugweg des beabsichtigten Ziels rekonstruieren. Ein 37 Millionen Jahre alter verlassener Reaper. Wir fanden ihn beschädigt und im Gravitationsfeld eines braunen Zwergs gefangen. Sind braune Zwerge nicht im Prinzip Sterne, die es nicht geschafft haben? Einfach formuliert, aber korrekt. Es sind Gasgiganten, die nicht genug Masse haben, um Sterne zu werden. Rechnen Sie mit Stürmen und extrem hohen Temperaturen. Der Reaper hat ein Masseneffektfeld, das ihn im Orbit hält. Wahrscheinlich eine automatische Reaktion auf die externen Gefahren. Er ist stabil, aber sicher würde ich das nicht nennen. Ich habe gesehen, was die Sovereign mit der Flotte der Citadel gemacht hat. Kaum vorstellbar, dass man etwas so Mächtiges überhaupt aufhalten kann. Das Schiff ist ein Relikt aus einem Krieg. Zu einer Zeit, als auf der Erde die Säugetiere ihre ersten Schritte gemacht haben. Von der Spezies, die geschossen hat, gibt es keine Spur mehr. Vielleicht war es ihr letzter Widerstand, bevor sie ausgelöscht wurde. Ich habe das Gefühl, wir werden nicht einfach reinschneien und ein Päckchen abgreifen. Wir haben den Kontakt mit Dr. Chandanas Team verloren, kurz nachdem sie an Bord gegangen waren. Erste Nachforschungen brachten keinerlei Hinweise und es war zu riskant, weitere Ressourcen einzusetzen. Aber jetzt brauchen wir das FFS. Ich sende Joker die Koordinaten. In der Zwischenzeit sollten Sie Ihrer Crew sagen, dass ich Ihr Leben nicht grundlos aufs Spiel gesetzt habe. Das würde das weitere Vorgehen erleichtern. Edi, versammeln Sie die Crew. Wir haben viel zu besprechen. Natürlich, Shepard. Der Unbekannte hat uns also nicht verkauft. Ich hätte es fast geglaubt. Hat uns belogen. Uns benutzt. Brauchte Zugriff auf die Datenbanken der Kollektoren. Notwendiges Risiko. Wenn er sowas nochmal versucht, sind die Kollektoren das geringste seiner Probleme. Edi, sind Sie sicher, dass das FFS funktionieren wird? Meine Analyse ist korrekt, Shepard. Ich habe auf Basis der Navigationsdaten aus dem Schiff der Kollektoren auch die ungefähre Position ihrer Heimatwelt ermittelt. Das kann nicht stimmen.
Edi macht keine Fehler. Die Heimatwelt der Kollektoren befindet sich irgendwo im Kern der Galaxie. Kann nicht sein. Im Kern sind nur schwarze Löcher und explodierende Sonnen. Es gibt dort keine bewohnbaren Planeten. Könnte etwas Künstliches sein. Eine Raumstation. Geschützt von starken Masseneffektfeldern und Strahlungsschilden. Nicht mal die Kollektoren verfügen über die dazu nötige Technologie. Die Kollektoren sind nur Handlanger unseres wahren Feindes. Und wir haben alle gesehen, wozu ihre Meister fähig sind. Sie haben die Massenportale und die Citadel gebaut. Wer möchte behaupten, dass es ihnen unmöglich ist, eine Raumstation inmitten von schwarzen Löchern zu errichten? Kein Wunder, dass noch nie jemand von einem Sprung durchs Omega-4-Massenportal zurückgekehrt ist. Die logische Schlussfolgerung ist, dass es auf der anderen Seite des Portals eine kleine Sicherheitszone gibt, in der Schiffe sich aufhalten können. Die üblichen Protokolle für den Portaltransit wären nicht sicher. Abweichungen von mehreren tausend Kilometern sind dabei normal, und das wäre im Kern der Galaxie fatal. Die Reaper FFS setzt im Portal wahrscheinlich verschlüsselte und weitaus fortschrittlichere Protokolle in Kraft. Nur weil wir den Kollektoren durch das Portal folgen können, bedeutet das nicht, dass wir sie auch besiegen. Ich will erst hinterher, wenn ich weiß, dass wir dazu bereit sind. Früher oder später brauchen wir das FFS sowieso. Warum also warten? Es ist ein verlassener Reaper. Was ist, wenn die Kollektoren auf uns warten? Bevor wir dieses Risiko eingehen, sollten wir erst unser Team verstärken. Je mehr Leute wir auf unserer Seite haben, desto höher sind unsere Erfolgschancen. Wir müssen weiterhin das Team verstärken. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Wie sie auch ausfällt, wir stehen hinter Ihnen. Na, das war ja was. Zum Unbekannten, ich verstehe den Grundgedanken dahinter. Muss ich zugeben. Aber ich mag die Umsetzung, deswegen trotzdem nicht. Also, ja. Ihm nach wie vor nicht, aber wir arbeiten zumindest in dieselbe Richtung. Das hilft mal. Ich sollte definitiv mal eine Off-Runde machen. Und Ressourcen farmen. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Sie sind zu klein? Morlan. Es tut mir leid, aber ich verlasse dich für einen Kroganer, weil du für deine Spezies nicht besonders großzügig ausgestattet bist. Ernsthaft? Wo zur Hölle hast du das her? Zur Hölle hast du meine E-Mail-Adresse? Haben Sie Angst vor diesem Satz? Morlans berühmte Online-Shop verkauft zahlreiche Lösungen dieses Problems ohne die Einschränkung der Handelsgesetze der Citadel. Ob nun Hormonpräparate, kybernetische Vergrößerung oder genobiotische Xeno-Umgestaltung, Morlan hat ein großes Angebot wonnespendender Produkte. Alle Spezies und Geschlechter bestellen online bei Morlans berühmte Extranet-Site. Direkt über den Hotlink dieser Nachricht. Produktverfügbarkeit abhängig von örtlichen Handelsgesetzen. Produkte mit Element Zero haben höhere Versandkosten. Keine Lieferung nach Omega. Kroganische Fortpflanzungsorgane nicht erhältlich. Weitere Einschränkungen möglich. Morlan, den können wir auch noch. Han Ola. War irgendwo im ersten. Shepard, sie sagen, sie seien am Leben. Und den Tod überlistet. Dass diese Nachricht nicht nur ein sinnloser Teil meiner Therapie wäre. Sie sagen viele Sachen. Ich lebe noch. Sie ist immer noch tot. Ich habe gehört, sie haben Benicia getötet. Gut gemacht. Noch eine Frau, an deren Tod ich beteiligt war, falls meine Informationen dabei geholfen haben. Sie wollen, dass ich ihnen danke. Wären sie nicht aufgetaucht, hätten uns die Rachni alle umgebracht. Das wäre auch gut so gewesen. Warum ich und nicht sie? Warum sind sie nicht früher aufgetaucht? Sie glauben, sie kriegen mich wieder hin. Aber vielleicht sind sie gar nicht zurückgekehrt. Vielleicht bin ich gestorben. Vielleicht habe ich diese Tür gar nicht rechtzeitig geschlossen. Vielleicht habe ich sie offen gehalten, um ihr eine Chance zu geben. Dann hat der Rachni meinen Anzug aufgerissen. Und ich wurde dort auf G15 verstrahlt. Vielleicht bin ich ein Märtyrer und das ist nur eine schreckliche Halluzination vor einem wunderbaren Leben nach dem Tod. Aber falls nicht,
Dann danke. Hanola. Ja, das war der Volus. Oh, der Arm ist noch immer traumatisiert, aber ja, das verstehe ich. Okay, da haben wir jetzt zu verarbeiten. Also wir müssen noch zu einem Reaper. Wir haben jede Menge Companion Quests, die will ich auch abarbeiten. Und ja, mal sehen, wo es als nächstes hingeht. Auf jeden Fall ziemlich spannend. Nerven. Gut, Leute. Mach hier Schluss. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.